Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Wir wollen heute über sehr positive Signale der Bundesregierung sprechen. Hört, hört, es gibt sie. Und zwar steuerliche Veränderungen, positive steuerliche Veränderungen im Bereich Staking, Lending, im Kryptobereich. Möglicherweise weitere Veränderungen im Kryptobereich. Darüber spreche ich jetzt im Interview mit dem Düsseldorfer Steuerberater Ingo Sirk. Links zu ihm finden Sie unten in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen das Ganze gefällt und Ihnen Mehrwert bringt, liken Sie einfach dieses Video und lassen Sie gerne eine Frage in der Kommentarspalte da. Die kann der Herr Sirk dann auch direkt für Sie beantworten. Viel Spaß beim Interview und schönen Sonntag noch. So, mein lieber Ingo, ich grüße dich. Ein weiteres Mal dürfen wir deine Expertise annehmen. Erstmal vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es gibt Neues von der Kryptofront aktuell und doch durchaus große Dinge, die da verlautbart wurden, sodass denn das Bundesfinanzministerium offenbar die 10-jährige Haltefrist für Lending und Staking hat fallen lassen. Kannst du dazu was sagen, als auch was das bedeutet? Ja, also das ist auf jeden Fall das, was bei dem Roundtable besprochen wurde, der in Berlin stattgefunden hat. Man scheint jetzt doch auf die Idee gekommen zu sein, dass es für den Standort Deutschland förderlich wäre, wenn eben diese 10-Jahresfrist, die ja bisher auch nur in dem Entwurf drin war, von dem BMF-Schreiben vom letzten Jahr, Juni letzten Jahre war es, glaube ich. Und dass die Finanzverwaltung jetzt wohl doch von der 10-jährigen Haltefrist dann Abstand nimmt. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was hätte denn die 10-jährige Haltefrist überhaupt bedeutet? Die hätte bedeutet, normalerweise sind ja Kursgewinner aus, ich sage jetzt mal Kryptowährungen insbesondere, wären dann halt erst dann steuerfrei gewesen, wenn die Währung mindestens 10 Jahre lang gehalten wurde. Okay, also um das in Kontext zu setzen, aktuell ist es ja so, dass nehmen wir Bitcoin, ich kaufe mir Bitcoin auf meine Wallet drauf, auf meiner Kryptobörse, wo auch immer, und lasse sie dort ein Jahr plus einen Tag liegen, dann ist das bisher steuerfrei, die einjährige Haltefrist. Unter einem Jahr zahle ich meine Einkommenssteuer darauf. Und in dem Fall, den du gerade eben erwähnt hattest, wäre es eben so gewesen, wenn man Lending oder Staking betreibt, dann wären es also 10 Jahre gewesen, ab wann man es dann hätte steuerfrei kriegen können oder rausnehmen können. Und wie wäre auch da die Besteuerung gewesen, wenn man es beispielsweise nach einem Jahr beendet? Dann würde das mit dem individuellen Steuersatz besteuert werden. Also auch genauso wie unter einem Jahr beispielsweise beim ganz normalen Halten von Kryptos. Genau. Verstehe. Ah, okay. Genau. Und wenn das jetzt, ich meine, das ist ja noch nicht in Papier gebracht worden, also es ist ja bisher ein Statement gemacht worden, aber noch nicht quasi. Es ist aber an vielen Stellen, liest man es, hört man es. Also ich denke mal schon, dass das quasi gedruckt ist. Okay. Und erkläre mal, was würde das dann bedeuten, wenn jetzt die 10-jährige Haltefrist fällt? Heißt es dann, es gibt nur noch eine einjährige Haltefrist oder keine Haltefrist? Was ist da jetzt aktuell dann Sache? Das wäre dann eben nur die einjährige, wie bisher, wie alles andere auch. Okay, verstehe. Das heißt also, wenn man das vielleicht auch mal erklärt, für viele Leute, die das wahrscheinlich noch nicht wissen, Lending und Staking. Lending ist ja quasi das Verleihen, man sagt auch ein Kryptodarlehen. Man verleiht quasi an eine Zweitpartei seine Kryptobestände oder einen Teil seiner Kryptobestände und man bekommt dafür quasi einen Zins. Und das Staking, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Staking oder Staking, Ingo? Bist du auch nicht sicher? Ich habe es letzte Mal schon falsch ausgesprochen und dann kam in den Kommentaren 100 Mal. Also schreiben Sie es mir gerne wieder rein, wie man es richtig sagt. Es sei mir verziehen. Auf jeden Fall, auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Staking. Staking ist quasi seine Coins zu benutzen, um die Blockchain weiter voranzutreiben, die weiter zu bauen, und auch dafür erhält man dann quasi den Konsensmechanismus. Richtig, einen Obolus dafür zurück, welcher
ich habe mich damit noch nie wirklich viel tiefer auseinandergesetzt und es auch selbst noch nicht betrieben, aber scheinbar zwischen 4% und 14% Rendite darauf erhält. Das kommt darauf an, wie stark der jeweilige Coin im Markt vertreten ist. Mhm. Mhm. Okay, interessant. Also mir haben das ja einige Leute schon gesagt. Vielleicht auch da mal in die Kommentare reinschreiben, wer von Ihnen das schon gemacht hat und wie die Erfahrungen sind. Da gehen ja auch die Meinungen total auseinander, was die Seriosität betrifft und so. Ich will mir da überhaupt gar kein Urteil bilden, beziehungsweise ich würde mir gerne eins machen aus den Erfahrungen der Community heraus. Ob das lohnend ist, denn in unserem Zinsumfeld aktuell mit auf der Bank quasi entweder Negativzinsen oder Nullzinsen, ist sowas ja schon sehr interessant, hört sich sehr interessant an. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch, wenn jetzt die 10-jährige Haltefrist gefallen ist, erstmal ein sehr positives Signal. Ne, wir nörgeln ja immer am Start rum. Hier gibt es aber dann durchaus mal was Positives, was pro Krypto hier verlautbart wurde. Und dann eigentlich doch auch durchaus ein interessantes Investment. Sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall. Zumal das ja auch relativ sicher ist, dass man da sein Geld bekommt, insbesondere im Lending-Bereich, ne? Weil ja das sehr hoch abgesichert ist. Wie ist es denn? Also der Collateral. Wie ist es denn? Du hattest etwas, jetzt gehen wir natürlich hier ein bisschen in die Spekulation rein. Du hattest erwähnt, dass du dir vorstellen könntest, die Spatzen pfeifen es vom Dach, dass es aber trotzdem theoretisch noch eine, wenn man so möchte, negative Veränderung geben könnte in der Versteuerung der Kryptobereich, im Kryptobereich. Und zwar... Na, ob das so negativ ist, weiß ich noch nicht mal. Und zwar stellt sich halt die Frage, wenn man das jetzt so sieht, die ganzen Bewegungen in Richtung Unhosted Wallets und so weiter. Also es ist ja ganz einfach so. Wenn man eine normale Exchange, um überhaupt erstmal in Krypto reinzukommen, ja, dann brauchen die eine Centralized Exchange. Also eine, die eben Fiat-Währung in Krypto tauscht. Mhm. Dort muss man ja auch einen sogenannten KYC-Prozess, also Know Your Customer, Prozess durchlaufen. Das heißt, dort ist bekannt, wer hinter einer Adresse steht. Jetzt hat man ja die Möglichkeit, das Geld auch von der Kryptobörse zu transferieren auf eine Wallet. Eine Cold Wallet, ja. Eine Cold Wallet. Und die ist dann ja halt unhosted, also man weiß nicht, wer da wirklich hintersteht. Mhm. So. Und da stellt sich halt die Frage, ob da nicht sowas rüberkommen wird am Ende des Tages, wie damals bei der Einführung der Abgeltungssteuer. Wo gesagt wurde, Per Steinbrück war es, glaube ich, SPD, lieber 25% von X als 100% von nix. Ja, ja? Ja, ich meine, ja. Der Spruch war ja damals so. Und dass man da dahin arbeitet, dass man weiß, wem welche Wallets zuzurechnen sind und welche Adressen. Und dann da sozusagen die Plattform dazu verpflichtet, auch wieder eine Abgeltungssteuer einzubehalten und abzuführen. Das, okay. Das ist so das Große dahinter. Ist, so, das hieße also, man hätte, um das zusammenzufassen, nicht mehr die Möglichkeit, seine Positionen als Hodler ein Jahr plus zu halten und dann sämtliche Gewinne steuerfrei entnehmen zu können. Nein, man muss zwei, Entschuldigung, Philipp, dass ich dir reingrätsche, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Halten des Stamms, also sprich der Währung. Mhm. Das andere ist die Fruchtziehung aus solchen Dingen wie Lending oder Staking. Okay, ja, ja, klar. Nee, ich meine aber jetzt gerade... Ja? Wenn ich dich richtig verstehe, so, deine Vermutung ist ja, dass selbst ganz normal, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Bison-Kryptobörse meine Bestände halte, dass diese dann in Zukunft wie bei den Aktien bei der Abgeltungssteuer mit 25% immer versteuert werden würden und es nicht mehr diese Haltefrist gibt. Nee, das meinte ich damit nicht. Sondern es geht sich nur darum, wenn ich Erträge aus Staking oder Lending habe, zum Beispiel, wobei Lending noch näher dran ist als Staking, ja, dass dann gesagt wird, diese Erträge werden halt dann auch analog der Abgeltungssteuer
die aber gerade auch übrigens in Diskussion ist, ob die überhaupt noch verfassungskonform ist, dass die entsprechend dann auch nur mit 25% besteuert werden. Mhm. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Also aus Lending und Staking. Und dann noch ein Statement dazu, was ich gerade eben vorher sagte. Meinst du, es wird weiterhin so sein, dass bisher jetzt noch es, dass das Konstrukt so bleibt, dass ich Kryptowährungen, die ich einfach nur halte in meiner Wallet oder an meiner Börse für ein Jahr und länger, dass es dann weiterhin diesen Status gibt, diese steuerfrei entnehmen zu können nach einem Jahr? Oder denkst du, das fällt auch weg und wird ausgetauscht mit sowas wie einer Abgeltungssteuer? Möglich ist alles. Also ich denke mal, auch das ist im Bereich des Möglichen. Okay, aber da gibt es auf jeden Fall noch keine Bestrebungen dahingehend, da die... Da gibt es nichts zu, nein. Okay, nein. Okay. Was wie ja gesagt, auch positiv wir ist. Wir haben da halt insgesamt ziemlich viel Bewegung drin, weil eben jetzt auch wieder gerade die Frage zur Entscheidung angenommen wurde, ob denn überhaupt die Abgeltungssteuer überhaupt noch mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ja, warum sollte nämlich eine Einkunftsart da besonders steuerlich begünstigt sein gegenüber anderen Einkunftsarten? Ach so, wir sprechen also darum, darüber, dass das, wenn das fallen würde, dass dann beispielsweise Gewinne aus Aktien danach höher versteuert werden würden? Dass die auch mit dem individuellen Steuersatz dann wieder versteuert werden, richtig. Was es viel unattraktiver machen würde, noch in Zukunft grundsätzlich, denn man muss ja mal das so sehen, in anderen Ländern gibt es gar keine Steuern auf Spekulationsgewinne, denn das Risiko trage ich und du als Investor, ja, wir, die das Risiko eingehen, tragen, wir, die diese Spekulation eingehen, tragen das Risiko. Gleichzeitig möchte der Staat dann aus diesem Risiko, wenn wir daraus einen Gewinn erzielen, noch einen größeren Teil haben, wenn wir das sehen anhand dem Höchststeuersatz, ungefähr 45%, dann kannst du quasi das Risiko selber eingehen und die Hälfte danach an den Staat geben, wenn du den Gewinn erzielst. Ja, aber schau dir das mit den Termingeschäften an, wo wir nur noch eine Abzugsbegrenzung auf 20.000 momentan im Gesetz stehen haben, die ja auch höchst fragwürdig sind. Absolut, ja. Absolut. Ja, Thema CFD, Verlustbegrenzung. Absolut, auch ein wichtiges Thema, das ich mal demnächst aufgreifen möchte. Ja, also das heißt, es gibt hier auch hier wieder etwas Licht und viel Dunkel, um es auch mal hier zusammenzufassen. Ja, denn, man muss das ganz einfach so sehen. Aus der Historie heraus, ja, die Kapitalerträge wurden deswegen begünstigt eine Zeit lang oder jetzt. Seit 2009 ist das ja eingeführt worden mit der Abgeltungssteuer, weil man das Kapital in Deutschland halten wollte. So, das ist ja, das muss man immer so sehen. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, dieser Anspruch, das überhaupt erstmal in Deutschland zu haben und zu wissen, wem gehört welches Kapital, das hat man ja jetzt gelöst, dieses Thema. Das war ja vor 2009 auch schon so eine Problematik mit den Auskunftsersuchen und so weiter und so fort. Dass man überhaupt mitgekriegt hat, wenn jemand Gelder nicht besteuert hat. Mhm. Das ist ja mittlerweile durch Auskunftsersuchen etc. weitgehend gelöst. Deswegen bräuchte man dieses, ne? Also das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung, die ich jetzt einfach mal vorstelle, ja? Bräuchte man diese Motivation nicht mehr. So. Und dann ist es so, jetzt möchte man aber den Deutschland für die Krypto dank Lindner und Co., sag ich mal, interessanter machen. Mhm. Für die Kryptobesitzer. Deswegen könnte es sein, dass man die da auch wieder subventioniert. Mhm. Eben durch diese analoge Abgeltungssteuer. Verstehe. Ja, man muss das ja immer sehen, das ist ja, die Steuer ist ja auch immer hat ja auch immer eine Lenkungsfunktion. Du meinst, wie Kapital gelenkt wird? Also Kapitalströme genau. Gelenkt werden. Alles Mögliche. Also in dem Falle halt eben, dass man halt ganz einfach sagt, jetzt möchten wir die Krypto-Leute hier in Deutschland halten, damit die nicht alle nach sonst wohin abhauen. Mhm. Verstehe. Ja. Okay. Ja, eine Wallet kriegst du halt relativ schnell eingepackt, ne? Bist weg damit. Was ja auch so der große, schwieriger, ne? Ja, was auch der große Vorteil ist und eines der Freiheitsargumente, dass ich eben so eine Cold Wallet einfach theoretisch einstecken kann mit
jedem Wert, den man sich vorstellen kann und damit einfach gehen kann. Ja? Ich meine, das ist ja, ja für den, der darin investiert ist und der dieses Mindset der Freiheit halt auch hat, einer der großen Vorteile eigentlich. Ja? Jo, auf jeden Fall, es bleibt sehr spannend und auch hier, ich sehe, um das zusammenzufassen, keine Gesamtentspannung am Markt, was diese Thematik angeht, dass wir hier mal wirklich ausatmen könnten und sagen, Mensch, toll, tolle Gesetze, die Sie hier einführen, da bleibt ja wirklich deutlich mehr Geld im Geldbeutel übrig. Es ist zwar, es ist jetzt schon mal gut, dass wir von 10 Jahre auf 1 Jahr runtergehen, aber auch diese 10-Jahresfrist fand ich hanebüchen davor. Was ist das für eine 10-jährige Frist? Wer hält denn bitte, wer lendet denn bitte auch 10 Jahre? Kein Mensch weiß doch überhaupt noch in der Zukunft, wie es in 10 Jahren hier aussieht. Wenn wir sehen, wie schnell heute unsere Zeit vergeht. Ja, deswegen sind das alles auch immer so ein bisschen Show-Effekt-Gesetzänderungen, um es mal so zu sagen. Die machen sich auf dem Papier schön. Die Leute sagen, ach toll, haben sie das jetzt gesenkt. Aber wirklich einen Unterschied muss man sich danach immer fragen, was macht das wirklich im Unterschied eines Investors im Leben oder im finanziellen Aspekt als Unterschied? Ja, und dann stellt sich auch noch die Frage, was haben wir in Zukunft mit den NFTs vor? Und wozu wohl auch immer noch nichts drinsteht, ist, wie sind die Nachweise zu führen? Mhm. Also sozusagen die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten. Da steht wohl auch im neuen Entwurf noch nichts zu drin. Das heißt, die Finanzverwaltung wird jetzt wohl voraussichtlich ein BMF-Schreiben rausgeben und das durch zusätzliche BMF-Schreiben weiter ergänzen, nach und nach. Das wäre doch eigentlich ein weiterer Zeitpunkt, wo wir uns nochmal unterhalten können, vielleicht nochmal ein Video zusammen erstellen, um dann daraus, wenn dieses BMF-Schreiben vorliegt, da eine Expertenmeinung von dir, eine Interpretation daraus zu kriegen. Können wir dann gerne machen. Wie gesagt, ich warte auch täglich auf dieses Schreiben. Ja? Und wenn jetzt demnächst noch solche Geschichten wie Metaverse dazukommen, dann wird das Ganze noch spannender. Also ja. Die Finanzverwaltung wird jetzt da ordentlich hinterherhecheln dürfen. Super. Mit der Entwicklung wieder mal. Ingo, ich danke dir auf jeden Fall, dass du auch heute hier wieder dein Wissen mit uns geteilt hast an die Community. Lass gerne einen Like da, wenn das Ganze gefallen hat. Einen Kommentar, wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch an den Ingo. Einfach direkt reinschreiben, er kann das dann auch direkt beantworten. Ich danke dir und wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Ebenfalls, Philipp. Ciao, ciao. Ciao.